نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Wir wollen jetzt beginnen, inshallah, mit unserer Lesung des Korans. Wir wollen die Bedeutung, die ungefähre Bedeutung der Interpretation des Korans, wie man ja immer sagt, denn natürlich, der Koran, die Worte Allahs, sind natürlich nur im Arabischen. Das ist ganz klar. Ja, wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir Allahs Worte in dem Sinne lesen. Jede Übersetzung ist eine ungefähre Interpretation und ein Versuch, die Bedeutung zu erfassen, was in den Worten Allahs ausgedrückt wurde. Und um diese direkt zu verstehen, kann man natürlich erstmal Arabisch lernen und versuchen, direkt einen Zugang zu dem Arabischen, zu dem echten Koran, sag ich mal, zu finden. Oder eben, ja, weil man eben unbedingt verstehen möchte, diese Abkürzung nehmen, diesen Versuch unternehmen, um die Bedeutung zu erfassen, um einen Teil der Bedeutung vielleicht zu erfassen. Und das ist die Übersetzung zu lesen und diese dann auch inshallah kurz zu erklären. Ihr habt bestimmt auch den, oder hoffentlich, den Ramadan-Vortrag gehört. Da habe ich ja versucht zu erklären, dass ein Ziel vom Ramadan, vom Fasten, es ist, eine gute Bindung, eine feste Bindung mit dem Koran einzugehen, gottesfürchtig zu werden und ultimativ letztendlich dankbar zu werden. Und die größte Gnade, und da schließt sich der Kreis, ist der Koran. Das ist ja die größte Gnade. Und mit einer Gnade so umzugehen, dass sie einem ja so lauwarm wichtig ist. So ja, wenn jemand mir das so ein bisschen gibt, dann nehme ich es halt. Aber wenn ich es jahrelang auch nicht erfassen kann, dann ja, macht es mir auch nichts aus. Ja, nee, das, was man liebt, wofür man dankbar ist, das will man bei sich haben. Das will man nehmen, so wie es genommen werden soll. Das will man verinnerlichen, das will man pflegen, das will man bloß nicht verlieren. Oder was ist Dankbarkeit? Ja, habe ich da was falsch verstanden? Ich meine, wenn wir dankbar sind für unsere Kinder, ja, schaut mal an, wie Mütter, Väter mit ihren Kindern sind. Wenn wir dankbar sind für einen neuen Job, ja, dann legen wir uns so rein ins Zeug. Und wenn wir dankbar sind für irgendwas Neues, Blödes zum Anziehen oder so, ja, dann wie pflegen wir das? Und dann, ich kenne sogar Schwestern, die hängen das dann erstmal nicht in den Schrank, sondern außerhalb. Ja, kennt ihr das? Das, nee, dann im Schrank wird das zerknittert. Das bleibt jetzt erstmal ein paar Tage draußen und dann nach einem halben Jahr ist sowieso dann drin mit allen anderen Sachen. So ist das. Wenn wir dankbar sind für etwas, dann sind wir sehr, sehr, ja, aufmerksam und sehr, sehr, ja, ihr versteht, was ich sagen will damit. Und auch ein weiterer Punkt, auch bevor wir jetzt inshallah mit der Lesung des Korans dann beginnen, auch ganz wichtig. Allah sagt im Koran, ganz wichtige Sura, wal asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, bei der Zeit. Allah schwört bei der Zeit, und das ist ein gewaltiger Schwur, innal insana lafi khusr. Gewiss, der Mensch befindet sich im Verlust. Das heißt, wir sind nonstop im Verlust. Der Mensch ist im Verlust. Ja, es sei denn, illal ladina amanu wa amilu salihat, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Geduld, die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Uns gegenseitig erinnern. Also wir sind nonstop im Verlust, es sei denn, wir befreien uns aus diesem Verlust mit vier Dingen: Iman, rechtschaffene Werke, einander die Wahrheit erinnern, empfehlen und einander die Standhaftigkeit, die Geduld eindringlich empfehlen, daran erinnern. Und das geht Hand in Hand, weil wenn du die Wahrheit hast, wenn du bei der Wahrheit stehst und sagst, nee, die lasse ich nicht los, dann wirst du Geduld brauchen. Ja, ohne Geduld kannst du nicht an der Wahrheit festhalten, also das ja, eine kommt vom anderen. Und was ist, ja, womit können wir einander am besten erinnern? Was ist per Titel sogar die Erinnerung, Al-Dhikr? Das ist vor allem erstmal der Koran. Das ist vor allem der Koran. Und im Koran sind viele Themen, ja, die kann man, also die Ulama haben das aufgelistet auch, was alles zu den Thematiken des Korans gehört. Tauhid, wir können auch sagen Aqida, Glaube. Dazu gehören Geschichten der Früheren, Ermahnungen, Warnungen über das Jenseits, ganz großes Thema im Koran, eines der wichtigsten Themen im Koran. Ja, und die Geschichten und so weiter, Amthal, also Gleichnisse. Das sind so die verschiedenen Thematiken des Korans. Und jetzt denkt mal nach, was haben die alle gemeinsam? Die haben alle gemeinsam, und auch die Tatsache, dass man jemanden erinnern oder etwas anempfehlen will,
All das hat gemeinsam, es wird vorausgesetzt, dass der andere versteht. Wenn ich nicht verstehe, was jemand mir auf Spanisch oder Chinesisch oder auf welcher Sprache auch immer anempfiehlt, dann ist es keine Anempfehlung. Dann bleibt es für mich ja, das muss ich noch entschlüsseln. Keine Ahnung, was er mir gerade gesagt hat. Ja, wenn jemand mich hier auf, ich gehe irgendwo einkaufen und jemand sagt mir auf Chinesisch irgendwas, ruft mir zu, ja, keine Ahnung, was der von mir wollte. Ja, und das ist so ein simpler Gedanke, aber wir vergessen das leider zu oft, dass es nun mal wichtig ist, erstens dankbar zu sein für den Koran. Zweitens, wenn wir dankbar dafür sind, und selbst wenn wir es leider noch nicht sind, ja, dass wir wenigstens aus Sorge um unser eigenes Wohl heraus uns darum kümmern, die Bedeutung des Korans zu erfassen. Warum? Weil wir sonst damit nicht erinnert werden können, weil es uns sonst nicht ermahnt, weil sonst die unglaublichen Schätze, die in diesem Koran enthalten sind, uns leider verborgen bleiben. Und wir dann im Verlust sind. Kein anderer, kein zweiter, dritter, nicht die Umma, wir. Ja, weil wir sind nämlich die Umma, wir selber sind dann im Verlust. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte gerne in diesen kurzen Audios, ich möchte die 15 Minuten, das 15-Minuten-Limit nicht überschreiten. Ziel von diesen kurzen Audios ist, dass viele erreicht werden. Ja, weil lange Audios und lange Unterrichte, intensive Unterrichte, das ist das eine. Das machen gesegnete Leute, meiner Meinung nach. Ja, macht das jemand, der gesegnet ist. Mashallah, Allah erlaubt ihm das. Ja, aber viele, die sind im Stress, haben keine Zeit, dies, das. Und deswegen, ja, in diesem Ramadan werden wir wahrscheinlich auch nicht den ganzen Koran schaffen. Mit 15 Minuten alle zwei Tage ist das nicht zu machen. Aber, ja, Qualität vor Quantität, sage ich jetzt mal ganz, mit simplen Worten. Und wenn Allah erlaubt, können wir nach dem Ramadan das vielleicht irgendwann auch zu Ende bringen. Ja, oder ihr werdet auf den Geschmack gebracht und wollt euch intensiver mit dem Koran beschäftigen. Ja, man schaut dann, wem Allah was erlaubt. Aber das ist etwas, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben. Möge Allah es uns erleichtern, möge Allah uns die Wege öffnen, möge Allah uns unsere Ziele erreichen lassen. Die nochmal, welche waren? Allahs Zufriedenheit, Gottesfurcht, Dankbarkeit. Das ist schon viel. Ja, ihr sagt so, oh, die drei, ne, runzeligen Ziele. Nee, das, wenn ihr das habt, dann haben wir alles erreicht. Ja, wenn wir das erreichen, dann war's das, dann sind wir ganz oben angekommen. Möge Allah es uns ermöglichen. Und alles Gute kommt von Allah. Alles Gute kommt von Allah. Wir sind zu nichts in der Lage, wenn Allah es uns nicht erlaubt. Okay, dann in diesem Sinne beginnen wir inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor Shaitan, dem Gesteinigten. Auch das wird uns im Koran befohlen, dass wir das tun sollen, bevor wir mit der Koranlesung beginnen. Ja, also bevor man mit einer guten Tat beginnt, soll man auch vor dem Shaitan, dem Feind der Menschen, Zuflucht suchen. Denn sein Ziel ist es, uns von allem Guten fernzuhalten und uns alles Schlechte zu gebieten. Ja, also genau das Gegenteil, was Allah will. Ja, Allah gebietet uns das Gute und verbietet uns das Schlechte. Der Shaitan will genau das Gegenteil, uns vom Guten wegziehen, bloß nicht den geraden Weg gehen lassen, bloß nicht was Gutes tun lassen und uns das Schlechte anbefehlen, schmackhaft machen, attraktiv machen, so unkenntlich machen, dass es auf einmal gut aussieht. Das ist, was der Shaitan macht. Und schützen davor kann uns nur Allah. Nur Allah kann uns davor schützen. Ja, und deswegen, ich suche Zuflucht bei Allah vor Shaitan, dem Gesteinigten, das im Sinne ist das gemeint von verflucht, entfernt. Ja, und das, die Geschichte lernen wir noch im Koran, was da genau passiert ist. Warum er so verflucht ist, was dazu geführt hat. Genau. Im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Allahs Name ist ein Name voller Baraka, voller Segen. Wo Allahs Name erwähnt wird, dort kommen Segnungen herab. Ja, dort kommt Gutes herab. Allah hat uns seinen Namen gegeben, sich offenbart mit seinem Namen für uns. Das ist eine unglaublich große Gnade, die Allah uns gegeben hat. Aber nicht nur mit seinem Namen, Allah, sondern auch mit seinen Eigenschaften, ja, und seinen weiteren Namen. Ar-Rahman ar-Rahim, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Und dasselbe kommt gleich in der Sura nochmal vor. Also mehrfach werden wir jetzt erwähnen, die Eigenschaft Allahs, dass er Al-Abama und auch barmherzig ist. Und damit beginnen wir jede Sura im Koran, Bismillahirrahmanirrahim. Und wir werden als Muslime auch dazu angehalten, dass wir mit Bismillah auch jede
würdige Tat, also nicht eine unwürdige Tat, also wenn wir sündigen oder so, dann sagen wir nicht Bismillah davor, Subhanallah, das war ja ne, seltsam, sondern dass wir jede würdige Tat mit Allahs Namen beginnen und Bismillah sagen. Ja? Und das wirklich, wenn man das in seinem Leben zum Teil seines Lebens macht, dann das macht was. Ja? Das bringt Segen, das bringt Bedeutung, das macht einen großen Unterschied. Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Damit beginnt der Koran, damit beginnt die erste Sura im Koran, das alles Lob. Und für Lob könnten wir hier auch Dank sagen. Wobei Lob wird mit der Zunge geäußert und Dank ist etwas, was man im Herzen, auf der Zunge und in den Taten, ja im Körper, was der Körper tut, äußert. Und alles Lob, in Klammern, auch der Dank, gehört Allah, gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dem Al-Abama, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Und das ist direkt auch der Grund, warum alles Lob, jeder Dank nur ihm gebührt. Denn nur er ist Herr der Welten, nur er hat erschaffen, er erhält die Dinge, zu ihm kehrt alles zurück. Er ist allein der Al-Abama oder wer gibt uns alles und wer erhält uns und wer versorgt uns und wer hat die Dinge sogar schön und schmackhaft für uns gemacht. Und die Gnaden Allahs kann man ja nicht zählen. Die kann man ja nicht zählen. Und hier fragen sich manche, warum wird das so doppelt gemoppelt geäußert, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Und dazu sagen die Ulama, dass der Al-Abama, das ist die Rahma, die sich auf alle äußert. Ja, der Gläubige, Ungläubige, Sünder, Fromme. Ja, alle haben was von der Barmherzigkeit Allahs. Er ist Ar-Rahman. Wenn es regnet, haben alle was davon. Und der Barmherzige dann, das zweite, Ar-Rahim, das ist seine besondere Barmherzigkeit für die Gläubigen. Dass er ihre Taube annimmt, dass er sie leitet, etc. Ja, aber wenn etwas doppelt geäußert wird, dann soll es auch wirklich betonen, dass Allah wirklich, wirklich allbarmherzig ist. Das ist jetzt rein von der Worterklärung, ergibt sich diese Bedeutung. Und er allein ist der Herrscher am Tag des Gerichts. Wir müssen ja eh zu ihm zurück und er wird uns richten. Ja, und er wird gerecht über uns richten und er wird vieles vergeben. Er übersieht vieles. Wenn man mit Tauba zu ihm zurückkommt, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wenn mit einem Berg Sünden kommt, aber Allah um Vergebung gebeten hat, dann wird er auch einen Berg an Vergebung einen zukommen lassen und sogar noch mehr. Er ist Herrscher am Tage des Gerichts und das ist eine Barmherzigkeit für uns, dass wirklich nur er richten wird, denn nur er kann so vergeben, wie er vergibt, nur er kann so übersehen, wie er übersieht und nur er kann so vollkommene Gerechtigkeit etablieren. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Und das ist wirklich die Essenz von Glaube an Allah und von Tawhid, dass man Dua, Gottesdienst und Hilfe bitten. Ja, und zwar dieses Hilfe in etwas, was nur Allah geben kann. Nicht, wenn du jemandem sagst, kannst du mir bitte ein Glas Wasser geben. Ja, da hast du ihn ja nicht vergöttlicht in dem Sinne. Allah hat ja die Menscheneigenschaft gegeben, dass er dir ein Glas Wasser geben kann. Ja, also das ist nicht schlimm. Ja, aber Hilfe in etwas, was nur Allah machen kann. Wie ein Kind schenken, ein Unglück abwehren, Schaden, Nutzen. Das ist nur in der Hand von Allah. Das kann kein anderer. Ja, wir erniedrigen uns nicht selber vor der Schöpfung in etwas, was nur der Schöpfer uns geben kann. Nein, das ist die Essenz von Tawhid, dass dir allein dienen wir. Wir dienen keinem anderen und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Und jetzt kommt's. Das ist die Dua, die eigentliche Dua in Surat al-Fatiha, was wir eigentlich bitten. Davor haben wir nur Allah gelobt. Jetzt kommt das, was wir eigentlich bitten. Leite uns den geraden Weg. Allah lehrt uns in Surat al-Fatiha die wichtigste Dua überhaupt vor allem anderen, vor Gesundheit, vor Reichtum, vor Versorgung. Und das sind alles wichtige Dinge. Vor Kinder, vor Familie. Als allererstes, das Allerwichtigste, leite uns den geraden Weg. Denn du kannst mit leeren Händen zu Allah zurückkommen. Leere Hände, nichts. Ja, Rabb, ich habe weder Familie, noch habe ich Gesundheit. Ich hatte nie genug zu essen. Nichts, du hast gar nichts. Aber du warst recht geleitet und du wirst bei Allah alles bekommen. Aber du kannst mit vollen Händen von dieser Welt Abschied nehmen. Du hattest alles. Ja, du hattest das Aussehen, den Besitz, die Familie. Du hattest alles. Aber du kommst ohne Rechtleitung zu Allah zurück und du wirst dort nichts vorfinden. Beziehungsweise nur Strafe vorfinden. Und das zeigt uns die Wichtigkeit von, unter anderem die Wichtigkeit von dem geraden Weg. Und dann erklären, wird das nochmal genauer erklärt, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Das ist der Weg der Propheten, der Wahrhaftigen, der Rechtschaffenen. Ja, unserer Vorbilder, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Propheten, die Sahaba, mit denen Allah zufrieden war. Wir kennen deren Weg.
Aber wir wissen nichts darüber, ja, andererseits. Ja, wir haben nur hier und da mal was gehört, aber wirklich gelernt darüber haben wir wenig. Das ist problematisch. Ja, aber möge Allah uns den Weg dieser Menschen leiten, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehende. Ja, und das sind alle, die diese Eigenschaften erfüllen. In Tafsir heißt es auch, dass die den Zorn erregt haben. Das sind die Bani Israel, die Yahud. Ja, und Allah sagt auch im Koran, dass es unter ihnen auch Fromme gab und Rechtschaffene. Aber Allah sagt auch im Koran, dass ja, aufgrund ihres Verhaltens, das wir noch inshallah lesen werden, haben sie auch Allahs Zorn erregt. Und die Irregehenden sind die, die den geraden Weg verlieren. Und jeder, der den geraden Weg verliert, ist damit gemeint. Und in Tafsir heißt es, das sind auch zum Beispiel die Christen, ja, die aufgrund, ja, darüber werden wir auch noch inshallah in Zukunft lesen, den geraden Weg verloren haben. Und das zeigt uns also auch, dass man sehr wohl, nachdem man Rechtleitung hatte, diesen geraden Weg auch wieder verlieren kann, was uns auch, ja, eine gewisse Sorge eingeben sollte, dass Mensch, Hidayah ist etwas, was ich nicht nur einmal erhalten, sondern dann auch pflegen und beschützen muss. Möge Allah uns allen beistehen und deswegen bitten wir nur im Fardgebet, ja, mehrmals am Tag, diese Dua immer und immer wieder. Allah weiß schon, was für uns wichtig ist. Er hat uns befohlen, diese Dua immer und immer wieder zu machen, dass, oh Allah, leite uns den geraden Weg. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und inshallah machen wir dann mit der nächsten Lektion nächstes Mal weiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.